Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Firma Freizeitmobile von der Kammer GmbH. Heute stehen wir hier bei schönem Sonnenschein, mal nicht auf befestigtem Untergrund, sondern hier auf der Wiese, da wo so ein 4x4 Fahrzeug hingehört. Denn heute zeigen wir euch den neuen Carrado CV590 auf Basis des Ford Transit Kastenwagens und hier in diesem Fall als wirklicher Allradantrieb, sodass man auch mal irgendwo wirklich im Gelände unterwegs sein kann. Der CV590 ist ein knapp 6 Meter langer Querbettgrundriss, den wir hier haben. Und wie wir sehen können, hier als Sondermodell in der Edition 15 kommt er schon mit einer wirklich sehr, sehr schönen Ausstattung daher. Wir haben hier die Metallic-Lackierung inklusive der Stoßfänger haben wir mit dabei. Wir haben die Alufelgen haben wir mit an Bord. Wir haben auch schon eine Markise mit an Bord, wie wir sehen können. Und viele, viele andere schöne Details. Ich mache noch mal einmal die Schiebetür zu. Dann können wir auch sehen, wie so das komplette Seitendekor aussieht. Das hat die Edition-Abklebung auf der Tür natürlich schön 4x4. Und wir haben das Auto komplett mit den schön flach anliegenden Rahmenfenstern versehen. Ich würde sagen, wir schauen das einfach mal außen rum. Die Seite haben wir ja nun schon gesehen. Wie gesagt, Markise ist mit dabei. In dem Fall haben wir das Auto optional mit einer Anhängerkupplung ausgestattet, sodass wir hier auch noch mal was hinterherziehen können. Wir haben ja auch eine gescheite Anhängelast von 2580 Kilo müssten es sein. Das sage ich euch aber gleich noch mal genau. Ja, hier hinten im Heckabteil. Klassischer Kastenwagen mit 590, wie gesagt, Querbett. Unten drunter reichlich Stauraum. Wir haben vorne das Ladeschott, was wir rausnehmen können. Heißt, wir können also entspannt auch lange Dinge durchladen. Und wir haben hier natürlich auch im Fahrzeugboden verankert Zurmöglichkeiten, sodass wir auch hier mal irgendwelche schweren Gegenstände vernünftig befestigt und verzurrt bekommen. Da haben wir das Gasfach. 2x11 Kilo kriegen wir hier mit da rein. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, hier hinten beim Bett das Lattenrost rauszunehmen, die Matratzen wegzuklappen und uns den Raum entsprechend auch von der Höhe zu vergrößern, wenn wirklich mal was Großes transportiert werden soll. Ja, dann schließen wir das Heckabteil hier und schauen noch mal auf die Fahrerseite. Ich finde wirklich vom Außendekor ein wirklich sehr, sehr schön gemachtes Auto. Auch hier so ein bisschen modern mit 3D-Grafik drauf. Steht ihm wirklich sehr gut. Toilettenkasten ist klar. Wir haben hier eine Tedford-Toilettenkassette, Stromeinspeisung, Heizungskamin auf Höhe der Sitzbank, was uns auch verrät, dass wir das Heizgerät auch da vorne haben. Also keine störende Abwärme oder Geräusche hinten unterm Bett. Und die Wärme gleich da, wo wir sie hinhaben wollen. Basisfahrzeug, wie gesagt, Ford Transit. Wir haben hier einen 170 PS Diesel mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe und wie gesagt dem Allradantrieb. Wir haben Lederlenkrad mit Multifunktion mit dabei. Wir haben die Plissé-Verdunklung für Front- und Seitenscheiben mit an Bord. Radio ist mit dabei und viele, viele andere Dinge im Bereich des Triebkopfes. Ich persönlich finde auch den Ford wirklich von der Frontpartie wirklich sehr, sehr schön. Dadurch, dass die Motorhaube ein ganzes Eckchen höher ist als beim Ducato und ein bisschen bulliger daherkommt, haben wir wirklich sehr, sehr schönes, stabiles Auto von der Optik, was wirklich sicherlich auch im Gelände eine gute Figur macht. Jetzt sitzen wir hinterm Steuer vom Ford Transit, 170 PS, 6-Gang-Schalter, Allrad. Wir sehen können, sehr, sehr schön automotives Cockpit, also sehr, sehr PKW-ähnlich. Schönes Lenkrad mit Multifunktion in Leder, Schaltknauf. Und wir haben hier original Ford-seitig das Radio installiert. Klimaanlage ist natürlich auch mit dabei. Hier haben wir nochmal 12 Volt Strom. USB ist mit dabei. Hier oben haben wir noch einen Tablet-Halter bzw. einen Handy-Halter, den wir da rausziehen können und entsprechend iPad oder sonstige Dinge als Navigation nutzen zu können. Dann drehen wir uns mal weg vom Basisfahrzeug und gucken uns den Wohnraum an. Wir haben hier vorne wirklich sehr, sehr viel Platz und sehr, sehr viel Luft, dadurch, dass der Transit sehr, sehr schön hoch ist. Also man hat ja auch als große Person wirklich viel, viel Stehhöhe und das Raumgefühl ist wirklich sehr, sehr toll. Und wir haben hier vorne direkt in dem ja, schon nach vorne abfallenden Teil ein Midi-Heki installiert, sodass wir hier vorne zwar keine Panoramadachhaube in der Hutze haben, aber doch eine wirklich schöne große Dachhaube direkt hier über der Sitzgruppe, die viel, viel Licht und Luft ins Fahrzeug bringt. Tisch ist natürlich hier klassisch Wand angeschlagen. Wir haben noch die Möglichkeit, hier eine Platte rauszuschwenken,
sodass entsprechend auch der Beifahrer Sitztischplatte vor sich hat. Der Tisch ist natürlich auch verschiebbar, sodass wir den entsprechend uns hin und her schieben können. So ist er wieder eingerastet. Wir haben hier im Bereich der Sitzgruppe eine 230 Volt Steckdose. Wie gesagt, Heizgerät hier untergebracht, sodass wir auch die Wärme gleich in diesem Bereich haben, wo wir sie haben möchten. Wir haben Schrankraum bzw. offene Ablage hier mit ordentlicher Rüttelkante hier oben in dem Bereich. Alles schön mit indirekter Beleuchtung versehen. Natürlich Schränke wie bei Carrado klassisch mit den schönen Scharnieren mit Softglows. Hier vorgesehen Platz für einen Fernseher. Da ist schon eine Vorrüstung, sodass wir dann Kabel durchführen können und hier entsprechend ein TV-Gerät mit einem Halter installieren können. Dann drehen wir uns ganz einfach einmal um und gucken einmal Richtung Küche. Man kann schon sehen, ich stehe hier mit meinen 1,92 Meter und Schuhen und habe hier noch wirklich gut eine Faustbreit unter der Decke, also wirklich viel, viel Platz und Stehhöhe. Viel Platz bietet auch die Küche. Wir haben hier also einmal einen Schrank in der Ecke. Wir haben einen Schrank direkt unterm Kocher. Dicht gefolgt von der Besteckschublade. Auch hier haben wir wieder vernünftige Auszüge, wirklich haushaltsüblich, kann man sagen. Softclose ebenfalls mit dabei. Der Kocher ist ein Dometic-Kocher hier mit elektrischer Zündung. Und wir haben natürlich auch ein Spülbecken mit dabei, mit einer Ablage bzw. Abdeckung. Und natürlich auch nicht zu vergessen unser Kühlschrank. In dem Fall hier ein Dometic-Kompressor-Kühlschrank, der uns hier unabhängig von der Außentemperatur auch Getränke und alles, was kalt werden muss, kalt macht. Schrankraum Küche haben wir hier nochmal einen großen Schrank direkt über dem Spülbecken und wir haben über der Schiebetüre nochmal eine wirklich große offene Ablage mit auch einer wirklich sehr, sehr robusten Rüttelkante. Also da verschwindet die halbe Hand fast dahinter, sodass man da auch wirklich was unterbringen kann. Schön gemacht finde ich persönlich auch die Schiebetüre bzw. die Fliegenschutztür an der Schiebetüre. Die ist in dem Fall zweigeteilt, sodass wir hier das eine Teil rüberziehen können und das andere Teil rüberziehen können. Hat ganz einfach den Vorteil, dass ich nicht immer wie bei vielen anderen eine riesengroße Türe von vorne bis nach hinten ziehen muss, sondern ich kann auch den Teil vor der Türe ganz einfach stehen lassen, schiebe den Teil rüber, habe trotzdem meinen Ein- und Ausgang frei und wenn ich es wirklich gar nicht mehr brauche, dann schiebe ich auch den Teil zurück, aber ansonsten habe ich nur dieses Teil zum Bedienen. Hier oben über der Tür kann ich sehen, wir haben hier einmal Thoma Kombi Heizung, die hier in dem Auto verbaut ist, eine Kombi 4. Wir haben hier das Bedienpanel klassisch über der Türe untergebracht und wir haben hier vorne im Bereich der Sitzgruppe im vorderen Bereich einmal 230 Volt Sicherungsautomaten und Gasabsperrhähne für Kocher. Dann würde ich sagen, widmen wir uns dem Bad. Das Bad ist verschlossen durch eine Klapptüre, kann man sagen. Hier mit so einem Ledergriff finde ich auch optisch persönlich ganz schön gemacht. Die gibt uns den Blick hier frei auf unsere Nasszelle mit dem feststehenden Waschbecken. Auch hier haben wir nochmal Schrankraum, in dem Fall mit Push-Verschlüssen, wo durchaus auch wirklich eine ganze Menge reingeht. Nochmal ein bisschen offene Ablage für so das ein oder andere Badutensil, auch im hinteren Bereich vor der Wand noch ein bisschen offene Ablage mit Kante und ein großer Unterschrank unter dem Waschbecken. Natürlich haben wir auch eine Dachhaube hier mit dabei und wir haben auch die Duschausstattung quasi mit dabei, sodass wir hier unsere Brause ausziehen können. Haben hier oben den Brausehalter, wo wir das Ganze reinstecken können, sodass wir hier auch im Stehen nochmal duschen können. Jetzt habe ich es falsch rumgedreht. So passt es dann rein. Wie gesagt, Dachhaube mit dabei, wir haben den Handtuchhalter mit dabei und zum Duschen dann einen Vorhang. Hier als Option mit an Bord ist das Duschrost. Finde ich persönlich ganz schön, verteilt A, so ein bisschen den Druck auf die Tasse und B, wenn ich da mal mit Schuhen reintrete, bleibt unsere Duschwanne geschützt. So, jetzt kommen wir hier zum Bettbereich. Wie gesagt, klassisch Heck-Querbett, wie bei den meisten 6 Meter Kastenwagen, auch bei diesen hier. Viel Schrankraum haben wir. Wir haben zwei Schränke auf dieser Seite, zwei Schränke auf dieser Seite. Wir haben hier Ablagemöglichkeit, auch hier drunter nochmal Ablagemöglichkeit, linke Seite Ablagemöglichkeit. Hier haben wir diese Netze, wo wir so das ein oder andere Kleinutensil nochmal dazwischen spannen können.
Und hier im hinteren Bereich, was wir jetzt von außen sehen können, haben wir hier noch eine Stange, wo man hier zum Beispiel ein Handtuch oder was auch immer noch mal drüber hängen können. Wir haben hier ein Bettenmaß von 1,92 x 1,47. Verjüngt sich ein bisschen an der einen Ecke. Genaues Bettenmaß sage ich euch gleich nochmal vorne. Also auch wirklich vernünftiges Maß an Bett. Natürlich haben wir hier ein Fenster hinten mit dabei in der linken Seitenwand. Und wir haben die Originaltürfenster hier hinten in den Hecktüren, die Ford mitliefert. Aber natürlich trotzdem alles verdunkelbar auf beiden Seiten, sodass uns da auch keiner von außen ins Bett schauen kann. So, wie immer am Ende sitzen wir hier wieder in der Sitzgruppe von unserem CV 590 Edition 15. Carrado Kastenwagen mit Allrad. Das gab es vorher noch nicht. Aufgrund des neuen Basisfahrzeuges hier mit dem Ford Transit drunter haben wir die Möglichkeit, hier auch ein Allradfahrzeug anzubieten. Und wir geben euch jetzt noch mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten mit dabei. Wir haben 170 PS mit Allradantrieb. Wir haben hier die 16 Zoll Alufelgen mit dabei. Chassispaket, Basic-Paket. Faltverdunklung vorne im Fahrerhaus, Markise, Rahmenfenster, Dachschrauchschrank mit indirekter Beleuchtung und die Edition 24 Abklebung, die hier mit dabei ist. In diesem Fall hat das Auto noch die Optionen, die Xenon-Scheinwerfer, Abwassertank isoliert und beheizt, Anhängerkupplung haben wir hinten gesehen, Holzhaus in der Dusche haben wir gesehen und USB-Steckdose in Lichtschiene, die verbirgt sich da. Das sind die Optionen, die bei diesem Fahrzeug mit dabei sind. Der Listenpreis von diesem Auto, Modelljahr 24, beträgt 73.912 Euro, so wie er hier steht, inklusive Fracht und Überführung. Maße, vielleicht auch noch interessant für den einen oder anderen, Gesamtlänge 5,98 Meter, also fast so wie der Fiat Ducato, 2,02 Meter in der Breite, das sind 2,05 Meter beim Ducato, also da sind es 3 cm weniger. Gesamthöhe haben wir hier mit 2,84 Meter, das sind ein paar Zentimeter mehr. Und eine Innenhöhe für 1,99 Meter und das ist sicherlich für den einen oder anderen interessant, der im Ducato-Kastenwagen nicht stehen kann. Masse im fahrbereiten Zustand, Thema Gewicht, auch immer wieder ein brandaktuelles Thema. 3,5 Tonnen Gesamtgewicht inklusive dem Allradantrieb. Muss ja auch irgendwo von der Zuladung her noch passig sein. Auch das würde ich sagen, stimmt hier. 3037,5 Kilo wiegt das Auto massefahrbereit, so wie wir ihn jetzt hier konfiguriert haben. Also haben wir hier noch irgendwo 460 Kilo knapp an Zuladung übrig. Und das ist für so ein reines Zwei-Personen-Auto sicherlich vernünftig und durchaus gängig. Anhängelast hatten wir schon mal draußen kurz gesprochen. 2580 Kilo, die wir hier hinten anhängen können. Also da fährt durchaus der ein oder andere kleine Hänger hinten mit dran mit. Bettenmaß haben wir gesagt, 1,92 x 1,89, das ist die Verjüngung und dann mal 47 in der Breite. Und ansonsten, denke ich mal, haben wir alles gesagt, 2 x 11 Kilo Gas haben wir gesehen, 100 Liter Frischwasser haben wir mit an Bord, sodass wir hier auch ein bisschen autark sind. Ansonsten, die ganze Ausstattung findet ihr natürlich unten nochmal in der Videobeschreibung. Der Link zu dem mobile.de-Inserat bzw. zu unserem Bestandsinserat findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wir haben dieses Auto hier derzeit am Lager, den kann man sich anschauen und wir haben auch noch weiteres davon im Vorlauf, sodass wir euch damit beliefern können, wenn Interesse besteht. Ansonsten für Fragen schreibt uns gerne an, ruft uns gerne an, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst gerne einen Daumen nach oben da und nicht vergessen, Kanal zu abonnieren, damit ihr dann auch auf dem Laufenden bleibt, wenn ihr ein neues Video von uns sehen wollt. Bis zum nächsten Video.